Darf man Photovoltaikanlage erden oder muss man Photovoltaikanlage erden? Wie schaut es aus, wenn ein Trapezblechdach vorhanden ist? Was ist eigentlich mit dem Blitzschutz? Gilt das Ganze auch fürs Balkonkraftwerk? Ich lese mir viele Beiträge in Foren und auf YouTube-Videos, Kommentare durch und dann denke ich mir jetzt mal, Gottes Willen, was wird denn da für ein Blödsinn geschrieben? Also da ist wirklich so viel Unwissenheit im Umlauf, dass es nicht mehr feierlich ist. Ich probiere, dass ich heute ein bisschen aufkläre. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin der Helmut und heute geht es um Erdung, Photovoltaik, Erden, Überspannungsschutz, Blitzschutz, all das, was bei Photovoltaik ein ganz großes, unbekanntes Thema ist. Das heutige Video wird gesponsert von Elektrowandelt. Elektrowandelt ist ein Online-Fachhandel für Elektrobedarf, der narrisch schnell liefert und das zu einem super Preis. Also, ich finde es schon erschreckend, was, weiß ich gar nicht, selbsternannte Profis oder was auch immer die für Qualifikation haben, in YouTube-Videos erklären, wie eine Erdung für PV-Anlage und ob eine Erdung für PV-Anlage überhaupt wichtig ist, wie es nachgehört und so weiter und so weiter und so weiter. Ich möchte einmal klar anfangen, grundsätzlich anfangen. Ein PV-Modul an sich, ein ganz normales, starres PV-Modul an sich, gehört überhaupt nicht gehört. Diese PV-Module gelten eigentlich als Schutzklasse 2 Geräte und haben eigentlich schutzisoliert. Die sind auch die meist verbreiteste. Es gibt natürlich Schutzklasse 0, deren Einsatzgebiet, wo die montiert haben, irgendwelche Teststationen und so weiter, haben nur einen beschränkten Zutrittsbereich. Also da darf man gar nicht, da ist der Zugang beschränkt. Da darf nur bestimmtes eingewiesenes, unterwiesenes Wartungspersonal rein, da darf man nicht hingehen. Und es gibt natürlich auch noch spezielle Schutzklasse 3. Bei der Schutzklasse 3 haben die Daten und Werte beschränkt. Die darf nur 240 Watt haben. Leerlaufspannung maximal 35 Volt und der auftretende Kurzschlussstrom ist auf 8 Ampere begrenzt. Kommt nicht so oft vor. Wir in erster Linie haben es mit Schutzklasse 2 zu tun. Schutzisolierte Geräte, das heißt, die haben doppelt geschützt. So ein Gerät kehrt, darf sogar überhaupt nicht geerdet werden. Das ist das erste Mal. Also Modul muss und darf nicht geerdet werden. Was geerdet werden muss, ist das Trägergestell, die Unterkonstruktion. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mittlerweile schon einige Systeme gesehen, wo nur diese Dachhaken montierbar sind, wo die Module einzeln in diesen Dachhaken montiert gehören. Auch die muss man einzeln nicht erden. Was das handelsübliche, das meiste, ist natürlich das Aluschienengestell, die Aluprofile, die drauf sind. Dieses Trägergestell, das muss isoliert werden. Das muss geerdet werden. Jetzt versteht es aber die Erdung nicht irgendwie immer falsch. Das ist im Prinzip gar nicht gedacht als Erdung. Das heißt, irgendwo ein Erdungsdraht rein und ein Erdspieß im Boden eingehaut. Das dient natürlich zur Ableitung irgendwelcher Phänomene. Gehen tut es in erster Linie darum, um den Potentialausgleich. Also um alle berührbaren metallischen Teile, leitenden Teile, gar nicht metallisch, sondern berührbaren leitenden Teile in einem Wohnhaus, in einem Gebäude, in einem Objekt, über diese Potenzialausgleichsschiene auf das gleiche Potenzial zu heben. Der Grund, warum sie überhaupt eine Affe hauen kann, ist, haben ja verschiedene Ladungen. Verschiedene Ladungen, Spannungen haben verschiedene Ladungsebenen. Das heißt, wenn jetzt durch irgendein dummer Zufall, irgendwie möchte ich jetzt sagen, das Trägergestell, weil, keine Ahnung, ein Blitz eingehaut hat, die Photovoltaik schluckt irgendwo durch, ein Kabel ist irgendwo ins Kabel ein, schluckt irgendwo durch auf das Trägergestell. Und dieses Trägergestell ist mit einem Potenzial, mit einer Ladung, da geht es ja jetzt gar nicht um das, ob das jetzt irgendwo galvanisch getrennt ist oder nicht, weil der Ladungsfluss bei bestimmten Ladungsunterschieden immer vorherrscht. Ob jetzt das miteinander verbunden ist oder nicht verbunden ist, spielt überhaupt gar keine Rolle bei diesen Dingen. Auch nicht, ob das jetzt Wechselstrom und Gleichstrom irgendwie ist, um das geht es dann gar nicht, weil der Ladungsfluss bei einem bestimmten Ladungsunterschied einfach gegeben ist. Schlimmstenfalls einfach nur zur Erde. Und wie das zur Erde kommt, ist der Ladung eigentlich egal, ob da der menschliche Körper dient, weil er zum Beispiel, keine Ahnung, sich an einer Metallleiter aufgeklettert, barfuß ist, nockert ist, keine Ahnung, und die Metallleiter anfasst und mit den anderen auf den Trägergestell ist. Dieses Trägergestell hat ein bestimmtes Potenzial über die Metallleiter,
ist das Erdpotenzial vorhanden, das eine andere Ladung trägt. Das heißt, das reicht, um Stromfluss zu generieren. Wenn jetzt alles auf dem gleichen Potenzial ist und am besten natürlich noch geerdet, wäre dieses Potenzial das gleiche schon mal. Das heißt, wenn jetzt dieses Trägergestell mit der Potenzialausgleichsschiene und natürlich auch der Erde verbunden ist, über die Potenzialausgleichsschiene hat man ja in unseren Wohnhäusern Erdung, ist das alles auf demselben Potenzial. Selbst wenn jetzt da eine Ladung wäre, wäre diese Ladung, erstens würde es abfließen, und selbst dann, wenn es jetzt keine Sicherung werfen könnte, das heißt, wenn da dauernd Strom fließen würde Richtung Erde und man hingelangt, ist das gleiche, wie wenn halt der Spatz auf einer Stromleitung umsitzt, solange wieder die zweite Leitung nicht angelangt, fällt gar nichts. Ist er auf demselben Potenzial, fällt nichts. Also geht es darum, dass alle, wie ich schon gesagt habe, leitenden Teile auf das gleiche Potenzial kommen werden. Und bei einem Haus, wenn in einem Haus jetzt ein Blitzschutz, da haben wir jetzt einmal außen weg. Wenn keine Blitzschutzanlage, kein Blitzableiter da ist, ist in einem ganz normalen Ziegeldach da oben nichts geerdet. Da ist auch keine Dachrinne geerdet. Da ist nichts geerdet. Vielleicht ein Antennenmast, wenn irgendwo da ist. Es sind aber auch keine berührbaren, leitenden Teile vorhanden. Diese sind mit dem Photovoltaik-Träger gestellt, aber plötzlich nachgerüstet worden. Das heißt, jetzt habe ich vorher schon erklärt, das Alu-Trägergestell und zum Beispiel metallisch oder eine leitende Leiter. Es gibt ja mehr Möglichkeiten. Es gibt mehr Möglichkeiten. Man hat Kabeldrumme aufgeklickt, weil man da irgendwie flexen muss. Man hat eine ganz alte Flex in der Hand mit einem Schutzkontakt und das Gehäuse dieser Flex ist metallisch. Das heißt, man fasst die Flex an, man fasst das Ding an und schon hat man die verschiedenen Ladungen, die dann zu fließen beginnen können. Also die herkömmliche Photovoltaikanlage. Einfach Photovoltaikanlage auf einem Alu-Trägergestell. Dieses Alu-Trägergestell, und wenn es mehrere Systeme haben, manchmal hat man das, man hat ein Trägergestell, keine Ahnung, Südseite, ein Trägergestell, Ostseite, ein Trägergestell, weil man noch irgendein Carport hat, Westseite, haben drei einzelne Trägergestelle, die gehören untereinander verbunden, mit der Hauptpotenzialausgleichsschiene verbunden und auch geerdet. Sollte jetzt irgendwoher eine Überspannung kommen, sei es über einen Blitzeinschlag, der in der Nähe irgendwo passiert, kann das erstens, hebt das einmal alles auf dasselbe Potenzial und es kann abfließen. Ich sage jetzt da einfach einmal absichtlich Überspannung, weil einen direkten Blitzeinschlag übersteht ja eh nichts. Also das ist, da muss man in die Eifel zugehen, da ist auf alle Fälle viel kaputt und gegen einen direkten Blitzeinschlag kann man sich sowieso nicht schützen. Wenn jetzt auf diesem Gebäude ein äußerer Blitzschutz schon installiert ist, schon vorhanden ist, heißt das nicht unbedingt, dass man die Photovoltaikanlage da einbinden muss. Ganz im Gegenteil. Wenn die Photovoltaikanlage weit genug entfernt ist, da gibt es bestimmte Abstände, weit genug entfernt ist von der Blitzschutzanlage, von den Fangstangen zum Beispiel, und die Photovoltaikanlage direkt auf dem Dach montiert ist, das heißt zwischen Dachhautziegel und Photovoltaik weniger als 50 cm sind. Da geht es jetzt darum wieder um aufgeständerte Anlagen. Dann mag es sein, wenn es aufgeständert sind, kann das über 50 cm über dem Dach sein, dann muss es in den Blitzschutz mit eingebunden werden. Ansonsten darf es gar nicht eingebunden werden, es sei denn, diese Fangstangen, dieser Blitzschutz ist nicht weit genug entfernt. Dazu aber immer Fachpersonal, die Blitzschutzfirma, die das macht zum Beispiel, oder die Elektrofirma, jede Elektrofirma macht Blitzschutz nicht. Das ist nämlich ein komplett eigenes Thema. Auch ich habe da Partner, die das für uns erledigen. Ich mache das gar nicht selber. Ich habe es einmal gelernt, aber schon so lange nicht mehr gemacht, dass da immer sinnvoll ist, eine Firma zu beauftragen, die sich echt damit auskennt. Weil wenn es integriert wird, muss richtig integriert werden. Mit extra Fangstangen, das gehört berechnet wieder, die Blitzkugeln ausrechnen, wie groß die Felder sind, zusätzliche Fangstangen zum Beispiel installieren, was auch immer. Ich glaube, an dieser Aussage merkt man jetzt schon, dass das nicht so einfach ist. Übrigens, unten in der Videobeschreibung habe ich dazu einen frei zugänglichen, kostenlosen VDE-Text. Da stehen erstens ein paar Normen drin und zweitens sind so Blockschaltbilder drin, wie das auf einer Dachhaut, wie das ausschaut, wo eine Erdung hin muss und so weiter. Wer sich dafür interessiert, ich glaube zwei Links sind es unten, kann sich das einfach einmal zu Gemüte führen.
mit dem theoretisch oder mit dem Wissen, das ich jetzt heute verkünde, sollte man da eigentlich schon gut klarkommen. Wenn kein Blitzschutz um ist, wenn keine Blitzschutzanlage da ist, reicht also ein 16er Ehrungsdraht, den man mit der Hauptpotenzialausgleichsschiene verbindet. Ich habe schon ganz oft gehört, der Ehrungsstab eigentlich selbstverständlich, wenn halt nichts anderes nicht da ist und man haut den Ehrungsstab ein, ist man auf alle Fälle schon mal so hergesehen, safe, dass man irgendeine Ableitfunktion hat. Ist besser wie nichts. Aber das Optimale ist natürlich nicht. Und wenn ich halt sage, ja, aber darf man und wie ist die Vorschrift? Die Vorschrift habe ich gerade erklärt. Schutzpotenzialausgleichsschiene. Mit Erdung, also diese, ja, mittlerweile heißt es Erdungsschiene oder Haupterdungsschiene, aber in den normalen Häusern wird der Potenzialausgleich und die Erdung über dieselbe Schiene generiert. Im Haus drin praktisch wird ja alles, was leitend ist, also jede Heizungsleitung, Wasserleitung, was halt alles erforderlich ist, der Antennenmast, irgendwelche Fundamenterder, irgendwelche Geschichten, das, wenn alles verbunden ist, das hat was mit dem Potenzialausgleich zu tun, und nicht mit der Erdung. Und alles, wo die Funktion eines Erdungsdrahtes, also überall in einer Unterverteilung ein, auf die Steckdosen, da geht es natürlich dann über die Unterverteilung und der Erder selber, der Fundamenterder oder Ringerder, das ist die Erdungsanlage. Für uns stellt sich das im Einfamilienhaus als ein einziges System, oder auch Zweifamilienhaus als ein einziges System da. Aber es sind zwei Funktionen. Einmal die Funktion Erdung, und einmal die Funktion Potenzialausgleich. Und genau um diese Funktion Potenzialausgleich, da geht es um einen Berührungsschutz. Wenn heute durch irgendwelche Umstände, sei es Blitzeinschlag oder irgendein Fehler, es fällt ein Baum auf so eine Anlage drauf oder irgendwas ist gequetscht, aufgescheuert, Wind und es sind metallische Teile, die dann unter Spannung stehen können, egal ob jetzt das AC ist, also Wechselspannung ist, oder ob das Gleichspannung ist, muss dafür gesorgt werden, dass alle anderen metallischen leitenden Teile auf dasselbe Niveau gelegt werden, damit eben da keine unterschiedlichen Ladungen entstehen und somit bei Berührung Fehlerströme fließen könnten, die unter im schlimmsten Fall Strom kann die tödlich umbringen. Ich wisst es ganz genau. Meistens haben sich eine Sache noch, dass man dann eigentlich eher irgendwo erschrickt und dann fällt man von der Leiter neu. Aber wenn du von 9 Meter von der Leiter neu fliegst, schaut es vielleicht auch schlecht aus. 5 Fragen habe ich gelesen. Ich glaube, dass da ganz oft um Carports und so weiter geht oder irgendwelche Anbauten, Überdachungen, hat man ein Trapezblechdach drauf. Muss man jetzt das erden, unabhängig von der Photovoltaik? Also, grundsätzlich muss man dieses Trapezblechdach nicht erden. Blitzschutz haben wir jetzt wieder außen vor. Aber, ich habe das schon mal gesagt, in dem Moment, wie ich jetzt da diese Photovoltaik drauf mache, muss ich natürlich, das bleibt ja Bestand, das bleibt bestehend, ich muss das Trägergestell von der PV-Anlage erden. Wenn dann das Trapezblechdach vorhanden ist, könnte ja durch irgendwelche Umstände, Dachrinnenabläufe, Bügel irgendwie mit dem Metall in Kontakt sein, über die Regenrinne in den Boden mit Erdreich in Kontakt, dann hätte das Blechdach ein anderes Spannungsniveau, Ladungsniveau, als das Trägergestell von der Photovoltaik und schon hätte man wieder Probleme. Das heißt, in dem Moment, wie man auf dieses Trapezblechdach eine Photovoltaik montiert, muss dieses Trapezblech auch geerdet sein. Da kann man sich wieder schlau machen. Ich glaube, ich habe da auch einen Link gesehen, wie man das am besten erdet. Was da für, da gibt es sowas, es gibt Schraubverbindungen, es gibt auch Nietverbindungen, die unten dran sind. So ist das halt dann. Bei einem Blitzschutz muss oder wird das Trapezblech doch sowieso integriert. Da nochmal, es gilt auch hierfür. Das ist nicht zum Spaßen. Wenn man eine Blitzschutzanlage verkehrt, erweitert, aufmacht oder es nicht abdeckt, kann sein, dass das komplette System nicht mehr funktionsfähig ist. Mehrere Fragen sind an mich schon gestellt worden, wie das jetzt ist, wenn man so ein Balkonkraftwerk, ein so ein Modul an den Balkon schnallt. Höchstwahrscheinlich haben ja die Balkongeländer, sind ja alle nicht in irgendeinem Potenzialausgleich oder Erdungssystem mit eingebunden. Grundsätzlich ist es so, es gibt rein nur für das eine Modul, das ich da hier hänge, keine separate Vorschrift. Es gibt Vorschriften, wo es in den Potenzialausgleich alles mit einbunden werden muss. Das war jetzt zum Beispiel eben das Blechdach, wie ich schon gesagt habe, oder auch so Alu-Carport. In den meisten Fällen muss das nicht mit eingebunden werden. Wenn ich jetzt heute so ein einzelnes Modul draus habe mit 300 Watt,
würde ich persönlich da, also das macht da gar keinen Sinn, da nehme ich irgendwie Erdung hinlegen. Bei einem direkten Blitzeinschlag hilft das selbe Niveau sowieso nichts, da nutzt es einfach nichts. Da kann ich hoffen, dass ich da nicht auf dem Balkon draus sitze. Wenn dieser Blitzschlag weg ist, kann ja das einzelne Modul sogar 2, wenn ich bei 600 Watt bin, gar nicht viel genug Fehlerstrom eigentlich erzeugen an der DC-Seite. Aber das los jetzt einmal dahingestellt. Dann wieder Experten, die mir dann wieder ausrechnen, so und so kann es sein, so und so kann es sein, so und so kann es sein. Die Realität hat gezeigt, dass bis jetzt keine klare Vorschrift scheinbar vonnöten war, um klar zu deklarieren, das gehört er so macht oder das gehört nicht so macht. Ich möchte ein ganz bisschen an SAT-Anlagen verweisen, wenn SAT-Anlagen an der Wand montiert sind. Nur wenn sie innerhalb einem bestimmten Bereich montiert sind, muss man sie erden. Wenn sie weiter herunter sind oder näher an der Hauswand, also nicht so leicht als Blitzfang dienen können, müssen sie nicht geerdet werden. Wie gesagt, gar nicht so einfach das Thema. Und die Gesteuer, die ich heute im Erdgeschoss auf Terrassen, auf dem Boden und zum Beispiel hinstelle, die haben ja eigentlich, vor allem wenn ich am Erdreich irgendwo draus positioniere, stehen sie ja mit Gesteuer sowieso auf dem Boden. Also da hat man auch wieder das Problem nicht. Tendenziell würde ich sagen, so Balkonkraftwerke, natürlich verpassen sie Balkonkraftwerke aufs Dach auf, mit insgesamt, keine Ahnung, 3, 4, 5 kW. Da schaut das anders aus. Da habe ich wieder das Problem mit diesem Trägergestell. Egal, ob jetzt das Inselanlage ist oder Einspeiseanlage oder was auch immer. Das hat mit der Möglichkeit, auftretende Überspannungen, woher auch immer, irgendwo zu verschleppen, einzuschleppen, um gefährliche Berührungsspannungen hervorzurufen, muss das gemacht werden. Das heutige Video wurde vom Elektrowandel gesponsert. Ein Elektrofachhandel, Online-Fachhandel, bei dem ich mein ganz Elektromaterial kaufe. Der Link zu seinem Shop steht in der Videobeschreibung. Probiert es einfach mal aus, ich werde überrascht sein. Danke fürs Zuschauen. Ich habe jetzt einen Haufen Wissen rausgehauen. Und das, was du jetzt machen musst, damit das Ganze passt, ist natürlich, du musst auf den Abo-Button raufhauen. Mir tut es gut, dir schaut es nicht. Also was soll es, wenn sie dort sind. Das war's, bis zum nächsten Mal. Für euch, Servus.